und willkommen zurück zu Minecraft Singleplayer Season 2 sogar noch zusätzlich. Und nein, ich muss jetzt mir echt abgewöhnen, immer gleich anzufangen. Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich weiß gar nicht, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Und ich bin völlig inkompetent und quatsche irgendeinen Mist zusammen. Und während wir hier in diese Kiste gucken, wo wir allerhand Zeug so sehen, packen wir das Schwarzpulver rein und die Steaks unten hin und wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz. Holz, Holz. Haben wir noch... wir haben nur eine Axt, aber es dürfte reichen. Wir müssen jetzt hier... Ja. Wir müssen ja auf jeden Fall Holz sammeln, damit wir immer vorankommen. Und da lächelt uns doch dieser Baum schon an. Nehmen wir mal rein. Wow. Ruhig, Brauner. Nehmen wir den hier gleich mit. Ich hoffe, man hört es jetzt nicht in der Aufnahme. Ich habe nämlich gerade das Fenster auf und da fährt irgendein Penner mit seinem Straßenreinigungsgerät Dingens, Bummens, Gedöns, Fenster bei uns vorbei. So. Aber es wird schon alles gut gehen. Denke ich mal, wenn ich schneiden mal raus. Halt kein Problem. Obwohl ein geschnittenes Let's Play ist eigentlich auch Blödsinn. Gut, wobei man Minecraft auch nicht als Let's Play bezeichnen kann. Das ist ja mehr so ein Online-Blog. So, der täglich kommt. Ja, doch, eigentlich schon. Ziemlich. Und man kann hier halt schön viel erzählen. Das finde ich toll an Minecraft. Darum spiele ich das halt auch so gerne. Also darum Let's Play, ja, deswegen Let's Play ich das so gerne. Wobei ich ja nun in letzter Zeit doch ganz schön wenig zum Aufnehmen komme, da ich halt so zu sagen den ganzen Tag auf dem Server rumhänge bei uns. Das ist total, weiß nicht, wir haben da schon so viel gebaut und ich denke mal, also ich kann es nicht versprechen, aber vielleicht mache ich bei Folge 100 Minecraft mal eine kleine Server-Tour. Bin mir aber halt noch nicht so ganz sicher, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt. Was wir denn da so hingebrezelt haben. Bis jetzt. Ich meine, viel ist es nicht. Wir haben da, da sind ja drei Städte, die wir hier gleichzeitig bauen. So parallel so. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Moins. Na, na, na. So. War ich kurzzeitig abgelenkt. Unglaublich. So, ich hoffe mal, dass sich meine Sprache anhört, wie immer. Ich habe seit gestern so einen ganz komischen Druck auf dem linken Ohr. Das ist, ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Der war plötzlich da. So ein Druck. So, ihr kennt es ja. Stimmt, auch im Flugzeug zum Beispiel. Bei dem Höhenunterschied. Oder? Da hat man dann so einen Druck im Ohr. Das ist gerade sehr ätzend bei mir. So, wir gehen auf jeden Fall mal pennen, weil ich merke gerade. Zombies runterschubsen. Und Skelette runterschubsen. Ja, komm. Hui. Die EP holen wir uns. Dann ist Level 40 in greifbarer Nähe. Und wir können ja gleich mal gucken, nachdem wir geschlafen haben, wie wir wieder hochkommen. Wie viele Bücherregale denn wir jetzt schon zusammenkriegen. Hallo, wie komme ich denn jetzt hier wieder hoch? Ach, da ist der Zombie. Aber den ignorieren wir jetzt mal. So. Ja, schauen wir mal, wie viele Bücherregale wir machen können. Da oben stand ein Creeper. Das ist mir sehr suspekt. Kann ich den pennen? Gut, sind keine Monster in der Nähe. Das ist gut. Genau so möchte ich das. Darauf erstmal ein Steak. So. So, dann werden wir jetzt gucken. Der Creeper, der stand hier. Steht der immer noch da? Bestimmt. Da ist er. Da ist noch einer. So. Wow. Wieso greifst du mich denn an? Hast du was gesoffen? Ja, komm. Danke für die Steine. Du Sack. Und dann machen wir hier weiter. Bäume fällen. Saplings einsammeln. Setzlinge. Entschuldigung.
sind ja hier in einem deutschen Spiel. Da kommt ein Zombie. Warum? Ah, hat sich wieder unter dem Baum getarnt. Und es tut mir leid, wenn die Musik jetzt mal wieder ein bisschen laut ist. Ihr habt ja nur schon geschrieben, dass das ein Einzelfall war in Folge 84. Es lässt sich nun mal nicht vermeiden. Manche Lieder sind laut, manche Lieder sind leise. Und ich bin halt nicht immer darauf vorbereitet. Oh, nein. Verdammt. Egal, wird alles wieder grün. Sehr schön. Kümmern wir uns denn ein anderes Mal drum. Wie um diesen Baum. Um den kümmern wir uns auch. Und um den Baumstamm. Und dann ist der weg. Dann ist das wie so ein Stalker. Bei dem steht dann auch auf dem Grabstein, der ist weg vom Fenster. Oder beim Zahnarzt. Das ist das letzte Loch, was ich fülle. Ja, ja. Ich glaube, da gab es noch ein paar mehr. Aber die kenne ich nicht. Ist auch okay. Ich denke mal, das kann man mir verzeihen. Noch eine Spinne. Warum greifst du mich denn an? Ich habe dich noch nicht gehauen. Furzkopf, ey. Nein, den wollen wir nicht. Nick. Nick. Das ist noch ein Creeper. Erstmal müssen wir hier große... Nein, 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 nein. Oh. Surfermucke. Komm, dann reißen wir den Baum hier halt ab. Früher oder später muss der eh weg. Hallo? So. Und ich habe heute nochmal bei Konrad angerufen. Wegen meiner PlayStation 4, auf die ich ja die ganze Zeit warte. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin enttäuscht. Ich bin sowas von enttäuscht, dass ich immer noch darauf warte, dass sie kommt. Das ist, mittlerweile haben die mir gesagt, dass die wohl erst Ende Februar mit neuer Ware rechnen können. Also ich muss ehrlich sagen, Sony, ganz großes Bu an euch. Das ist der Fail des, ja nicht des Tages, sondern der Fail des Jahrhunderts. Furzköpfe, ey. Alle inkompetent. Ey, mal mit Profis, das wünsche ich mir. Aber man hat es ja schon gesehen, beim PlayStation 4 Event habt ihr ja bestimmt alle das Video gesehen. Machen wir mal so. Was ich hochgeladen habe, hat ja nun nicht gerade wenig Aufrufe gekriegt. Ich glaube, es ist sogar das meistgesehene Video auf YouTube beim The 4 Players Event in Berlin. War halt gerade in der Gegend, sagen wir mal so. Hab auf Facebook, glaube ich, auch Bilder gepostet, zum Teil Miles mit Kronk zusammen. Könnt ihr euch gerne angucken. Wird ja alles, nein, wird ja alles immer in der, eingeblendet. Ansonsten nochmal facebook.com/fancylp. Dort könnt ihr auf jeden Fall immer alles sehen, was so abgeht. Achso, wir waren auch dabei, hier das Dach reinzuzimmern, ne? Also die Decke. Die Decke. Wobei man für die Decke eigentlich auch mal ein anderes Holz nehmen könnte. Ich überlege gerade, wollen wir das machen? Nee, jetzt nicht. Jetzt habe ich schon angefangen. Zu spät. Pech gehabt. So, und dann ist unser Holz wieder weg. Ich glaube, das war's. Dann haben wir noch die Baumstämmchen. Die werden wir jetzt nochmal setzen. Vielleicht, obwohl wir sind immer noch bei der untersten Etage. Ja, können wir eigentlich so erstmal lassen. Gucken, ob ich jetzt da rüberkomme. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. So stelle ich mir das vor. So, dann setzen wir hier nochmal jeweils einen drauf. Man muss immer noch einen draufsetzen, weißt du? Man muss immer einen draufsetzen. Wie halt auch hier. Setzen wir noch einen drauf, weil das wird ein zweietagiges Haus. Wobei wir jetzt hier nur den Eingangsbereich sehen und kein Holz mehr haben. Verdammt. Okay, also runter da. Aufs Dach. Assassin's Creed Style, wisst ihr ja. Das Holz hier rein. Pflasterstein in den Öfen. Jo, Rende. So, und dann nehmen wir hier noch den Eisen raus. Und dann haben wir hier gar nichts drin. Cool. Dann haben wir hier drin. Ah, ganz viele Steaks. Steaks. Steaks sind immer gut. So, haben wir auf jeden Fall wieder gut viele Setzlinge, die wir dann setzen können. Eisen rein. Die Hälfte von dem Fleisch lassen wir mal hier. Dann können wir eigentlich mal hier uns von dem Löffel trennen. Schmupp. Weg ist er. Dann haben wir auch Platz für nix. Wir haben keinen Platz für gar nichts. Wir haben nix. So,
So, hier die Steine rein. Hier ist noch ein Ofen, den wir aber jetzt, glaube ich, nicht weiter brauchen. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen Leder. Wir brauchen... Ja, toll, wir brauchen Holz am Arsch. Am Arsch. Wow. Wo kommen die denn immer her? Hier muss echt ein Dorf irgendwo nennen. Ich wollte gerade sagen, hat der Weizen fallen gelassen? Hier muss ja irgendwo ein Dorf in der Nähe sein, weil der sah halt aus wie so ein Zombie-Dorfbewohner-Vieh. Ich sehe gerade, wir brauchen gar kein Eichenholz dafür. Können wir dann auch das... am Arsch? Da haben wir ja noch ein ganzes, fast ein ganzes Stack drin. Hä? Wo kommen die her? Verwirrung. Hier haben wir noch ganz viel Fichtenholz. Ich denke mal, wir werden Fichtenholz verwenden für die Decke. So, wir müssen auf jeden Fall Zuckerrohr. Gott, wo haben wir das denn letztes Mal hergeholt? Von da hinten, ne? Zuckerrohr haben wir jetzt also gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben alles zu Papier verbraten. Aber wir können uns auch mal hier so eine kleine Zuckerrohrfarm in der Nähe machen. Ist da nicht letztes Mal noch einer übrig geblieben? Sieht nicht so aus. Hammer. Okay, dann schau mal hier. Da haben wir noch ein Zuckerrohr. Das ist schon mal schön. Das ist so schön. Das muss man sich einfach immer wieder sagen. Und dann werden wir mal... Ich denke mal, das können wir hier auch bei unserem Feld mit dran machen. Naja, so langsam wächst es hier. Dann machen wir hier... Ging es nicht so? Ach, das musste direkt am Wasser sein, ne? Also ich glaube, genau, hier können wir es hinsetzen. Können wir es auch hier hinsetzen? Nö, okay. Haben wir? Ne, haben wir nicht. Okay, wir organisieren uns nochmal einen Eimer. Ziehen denn da so unsere Bahn? Ey, ziehen denn hier voll die Bahn so, weißt du? Ich denke mal, ein Eimer müsste reichen. Können wir ja dann immer wieder da rausnehmen. Von dort oben. Und dann machen wir uns eine kleine Zuckerrohrstrecke. Eine Line. So, schwöre ich auf mein Steak. So, und dann machen wir das Ganze. Wo machen wir das hin? Auch hier so nochmal. Zuckerrohr. Das war ein Setzling. Schön. Da ist der Creeper explodiert. Ja, komm, setzen wir hier so ran. Haben wir noch Steine? Haben wir. So. Und so. Der kommt weg. Soll ja ordentlich aussehen. Der kommt auch weg. Soll ja ordentlich aussehen. Und dann machen wir das Ganze so, 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 so. Und so. Und so. So. Dann machen wir das hier weg. Hier unten habe ich, glaube ich, die Erde gelassen. Ja, das können wir dann auch so machen weiterhin. Es ist ja alles nur provisorisch. Dafür werden wir uns dann nochmal ein spezielles Area klar machen. Oh, das ist so unangenehm auf dem Ohr, dieser scheiß Druck. Ich komme darauf nicht klar. Und dann habe ich schon mal gefailt, weil... Hier muss der Erde hin. Guck mal, wie blöd der ist. Ey, nein. Völlig inkompetent. So. Erde hin. Also eigentlich hier so. Den Stein nehmen wir mal wieder mit. Mein Stein. So. Dann kommt hier Erde hin. Und dann kommt hier Stein hin. So. Steine. Ja, so. So. Und so. Und dann haben wir es. Dann können wir jetzt hier zack, Zuckerrohr hinbämmen. Hä? Ist das die Erde von da oben gewesen? Ist die gerade hier runtergerutscht? Ist ja lustig. Können wir hier schon mal so ein bisschen Weizen mitnehmen. So. Die Samen wir wieder ein. Na du, Huhn. Bock.
Und da ist mein Feld. Gehört mir. Steht mein Name drauf. Ich habe es angeleckt, also gehört es mir. So, bevor es dunkel wird, gehen wir natürlich den Hayabutsi machen. Und dann gehen wir uns nochmal auf die Suche nach so ein bisschen Zuckerrohr. Zuckerrohr. Schon gesagt? Zuckerrohr. Machen wir auf jeden Fall. Und dann geht das hier los. Ganz groß. Geh nicht über los. Weizen kann da mit rein. Kann ich auch das Papier erstmal rein? Nein, nicht die Steaks. Das rohe Hühnchen muss da auch nicht rein. Das kann in den Ofen, wo nichts drin war. Den da. Zack. Dann mache ich nochmal ein bisschen Chicken Wing. Packen wir das Leder auch erstmal wieder rein. Den Eimer. Das ist. Wir haben null Platz. Das ist natürlich der Hammer. So. Äpfel rein, Eimer rein. Eisenhacke brauchen wir jetzt nicht. Holz lassen wir hier. Das. Nein. Erde nehmen wir ein bisschen mit. Stein lassen wir hier. Vielleicht nehmen wir doch ein Klecks Holz mit. Und zwar Birkenholz. Und dann machen wir uns einfach mal auf der Suche nach ein bisschen Zuckerrohr. Einmal um unser Feld zu erweitern und einmal um unser Feld zu erweitern, damit wir halt wirklich bei Gelegenheit ganz viel Zuckerrohr haben. Leder haben wir jetzt auf jeden Fall 30 Stück, das dürfte für 30 Bücher reichen. 30 Bücher ergibt 10 ganze verfickte Bücherregale. 10. Das ist nix. Aber es dürfte, glaube ich, reichen. Oh, ob wir das schaffen? Hey. Ganz knapp jetzt, ganz knapp jetzt. So, schon wieder voll abgeschweift hier. Ich will Zuckerrohr haben. Nicht irgendwas anderes. Ah! Oh Gott, jetzt bin ich hier runtergefallen. Inkompetent. Bis zum geht nicht mehr. So, Erde. Dann bauen wir uns hier einfach mal ganz frech hoch. So. Wo sind wir denn letztes Mal eigentlich hingerannt wegen dem Zuckerrohr? Das war, glaube ich, nicht hier, oder? Da drüben ist doch Zuckerrohr, oder? Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig? Ich sehe es richtig. Aber das war's dann auch. Wow. Das sind ganze 3 Zuckerrohr für uns. Die sind ja... Wow. Oh, oh, da können wir ja hier einen drauf machen mit. Tja, ne, habe ich jetzt überhaupt kein Verständnis für. Hätten sie ruhig mal ein bisschen mehr für uns machen können. So. Dann müssen wir mal gucken, wo wir vielleicht noch ein bisschen was herkriegen. Ist es schon wieder dunkel? Nee. Also sehr fragwürdig hier auf jeden Fall. Und hier haben wir noch Sand, sehe ich gerade. Mensch, wir müssen noch Sand farmen. Dann gehen wir mal das Ufer ein bisschen ab. Vielleicht finden wir ein bisschen Zuckerrohr oder mal ein Dorf mit Bücherregal. Das kann ja nicht so schwer sein, weil ich will jetzt hier meinen Stuff verzaubern. Kann doch nicht so schwer sein. Da ist Wiese. Diese scheiß Wiese sieht aber auch zum Teil diesen Zuckerrohr total ähnlich. Aber man sieht halt, das ist noch die Standardtextur. Hübsch ist anders. Wie gesagt, das ist halt das Honeyball-Texturenpaket und nur, ja, im Moment gar nicht geupdatet. Da ist nochmal Zuckerrohr. Es ist nicht geupdatet. So werden zum Beispiel Teile, die jetzt noch nicht im Texturenpaket implementiert wurden, als Standardtextur angezeigt. Und dadurch entsteht es halt so. Und ja, es wird ein bisschen kacker. Was ist denn das da? Okay. Sieht aus wie ein Weizenfeld. Mit einem Wasser? Hä? Warum brennt da alles? Warum brennt da überhaupt was? Hä? Das verstehe ich gerade nicht. Ach hier, Lava, alles klar. Lava keine Scheiße. Ist ja cool, haben wir Lava. Haben wir unseren Eimer? Nö, haben wir natürlich nicht bei. Jetzt schwimmen wir mal darüber, das sieht doch aus wie ein Weizenfeld, oder? Das ist dann ein Weizenfeld. Das können wir ja voll abgrasen. Wenn es ein Weizenfeld ist, oder ich habe natürlich wieder optisch total gefailt. Hab übelst den Knick in der Optik. Sieht aber nicht so aus. Oder ist das nur Gras?
Sieht aus wie Gras. Das ist Gras. Krass. Toll. Ist ja öde. Da hätten wir uns ja die ganze Hektik hier sparen können. Die 3 Meter schwimmen, Freistil, Rücken, Kraulen und Handstand. Toll. Na gut. Dann ist das wohl so. Lässt sich nicht vermeiden. Gut. Auf jeden Fall, ich habe festgestellt, wir bewegen uns echt schon auf Folge 100 zu. Wir sind jetzt, das ist jetzt Folge, ja, ich glaube, jetzt hat sich so die Folge 91, 92 angebahnt. Weil das ist noch knapp eine Woche, ein bisschen länger. Und schwupp, haben wir 100 Folgen Minecraft. Das ist eigentlich schon mal so ein kleiner Meilenstein. Könnte man sich schon mal glatt drüber, ja, jetzt nicht ganz so viel, aber kann man sich schon ein bisschen freuen. Kann man so sich heimlich im Keller verstecken und dann sich freuen halt. Freuen so mit Grinsen.